Ja, die Schalke-Fans feiern ihren neuen Superstar, denn Raoul ist da. Heute Nachmittag wurde der größte Star der Vereinsgeschichte vorgestellt. Direkt danach bestritt der spanische Rekordnationalspieler auch gleich sein erstes Training. Und schon am Samstag soll er gegen den HSV seinen ersten Einsatz im Schalke-Trikot haben. Raoul erhält einen Zweijahresvertrag und angeblich ein Jahresgehalt von 6 Millionen Euro. Standesgemäß hatte Schalke dem königlichen Superstar den königsblauen Teppich ausgerollt. Um 15.20 Uhr betrat Spaniens Rekordstürmer Raoul die Arena auf Schalke. Unter dem Jubel von knapp 1000 Fans bekam der sichtlich gut gelaunte und stolze Spanier das Trikot mit der gewohnten Nummer 7. Für mich ist es ein ganz besonderer Tag. Heute gehen 16 Jahre bei Real Madrid offiziell zu Ende. Jetzt habe ich das Glück, hier bei Schalke eine neue Herausforderung gefunden zu haben. Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen, das es von Anfang an gegeben hat. Ich danke dem Verein und Trainer Felix Magath. Ein bisschen Kohle gab es auch gleich dazu, Vorschusslorbeeren nicht zu knapp. Oder anders gesagt, Trainer Felix Magath gratulierte Manager Magath. Ich bin sicher, dass er mit seiner Qualität, mit seinem Können, mit seiner Einstellung, auch mit seiner Persönlichkeit nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz ein großer Gewinn für unsere Mannschaft sein wird. Davon ist zumindest auszugehen, denn seine Tore machten ihn zur Legende. 323 Mal traf Raúl González Blanco für Real Madrid. Von den spanischen Fans wird er verehrt, weil er fast alles gewann. Dreimal allein die Champions League, dazu sechsfacher Meister. Doch zuletzt bröckelte das Denkmal Raúl die Rolle des Edeljokers zu wenig für den Rekordtorjäger. Genau deshalb wagt er jetzt mit